Excellent work. However, while you were tending to business, it seems a heavy outfit downtown has been growing at an alarming rate. By our projections, their numbers and territory will soon be too great for local law enforcement to have any effect on their operation. They have bribed off several security corporations and silently taken over the casinos downtown. The gang calls themselves the number one suspects. They answer only to their self-proclaimed leader, the Shogun. They must be shut down. Noted. We will shut them down, Miss Rose. Sure. I hope you understand the gravity of this matter. I'm sending over the details on minor bounties for you as well. Downloading coordinates. Don't underestimate this lot. They are extremely disciplined, armed with the latest tech, and are very well organized. My child, teach them a proper lesson. Lessons will be taught, Miss Rose. Lessons in death. Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die Heatseekers besiegt, die böse Motorradgang. Ihr erinnert euch, jetzt hat sich ein Syndikat im Downtown gebildet, die Number One Suspects, und die haben es wirklich in sich. Ihr seht an dem Symbol über diesen beiden Zwillingen schon, dass ich das Spiel gerade, oder das Level besser gesagt, gerade schon einmal durchgespielt habe. Ja, was ist passiert? Meine Festplatte war voll und die ganze Aufnahme ist futsch. Vor allem habe ich ganze 9 Versuche gebraucht, um die Zwillinge am Ende zu besiegen. Da freut man sich doch umso mehr. Also machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal von vorn. Nehmt's mir bitte nicht übel. Manchmal passieren halt Fehler. Und manchmal halt auch einfach nicht. So, im Stadtkern befinden sie sich. Mordüberfall, Erpressung und Verschwörung. Die Datsun-Zwillinge greifen ihre Gegner immer gleichzeitig an. Blitzschnell führen ihre Samurai-Schwerter eine Choreografie aus tödlichem Stahl auf. Ihr Motto, Doppeltod hält besser. Und das Motto nehmen die beiden wirklich sehr ernst. Ihr werdet es dann gleich sehen. Now this should cover your expenses. Any hired guns coming this way, shoot first and ask questions later. As agreed. As agreed. We will call for you when the time is needed. Run along now, little piggy. Sehr stylisch unterwegs, der Typ auf jeden Fall. Und korrupte Sicherheitsleute kann ich noch weniger leiden als andere korrupte Menschen. Oder korrupte Polizisten sind genauso schlimm. Das sind einfach zwei Berufsgruppen, wo man nicht korrupt sein sollte oder wo es keine Korruption geben sollte. Aber die gibt es ja leider überall. Also was wollen wir machen? Wir können bloß anfangen, alle umzuballern. So, den haben wir. Da ist schon weiß und ich euch jetzt auch hier nicht irgendwie vorspielen will, dass ich das Level noch nicht kenne, laufe ich gleich mal hier oben lang, denn hier war das erste Diebesgut. Das war dumm. Da hätten wir uns vielleicht vorher mal die Augen mitnehmen sollen. Okay, hier ist The Future. Könnt ihr euch Pillen kaufen, um euch in die Zukunft zu katapultieren. Und hier gibt es auch noch CJ's Pizza. Obwohl wir ja in Downtown sind, da erwarte ich eigentlich Reis mit Hühnchen. Warum halten die denn immer so viel aus? Na schön, dass er sich entschlossen hat, mal runter. Ach Mann, der lebt ja noch. Ich dachte, er ist noch nicht mehr am Start. So, die Dinger hier oben, die sind auch relativ easy, sag ich mal. Ist nicht so schlimm, wenn es uns einmal scannt. Dann macht es nämlich nur diesen hier. Also was heißt nur, aber die kommen zum Glück nicht an den schwierigsten Stellen vor. So, erster Checkpoint erreicht. Das Fleisch hier sieht auf jeden Fall ganz schön gammelig aus. Und der Typ hier erinnert mich etwas an Euro-Eddy. Ne, nicht Euro-Eddy, an Eddy. Was war denn Euro-Eddy? Das war ein Laden, ne? Ja. Nein, an Eddy erinnert er mich von Tekken. Weiß nicht, ob er den noch kennt. Der coole Typ, der immer so abgedanced hat mit seiner Afro-Frisur. Habe ich zumindest damals sehr, sehr gerne gewählt, wenn ich Tekken gespielt habe. So, die Samurais sind auch ziemlich nervig. Vor allem, weil sie von irgendwo immer herkommen.
irgendwo von der Decke runtergesprungen. Ah, zu früh. Sag ich doch, die Dinger sind relativ einfach. Damit hatte ich nicht so die großen Probleme. Die großen Probleme kommen erst im Endkampf. Und das werdet ihr dann gleich sehen. Mal gucken, wie viele Versuche es diesmal werden. Ich war so froh, das Level geschafft zu haben. Ihr könnt es mir gar nicht vorstellen. Ey, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und dann gucke ich mir die Aufnahme an und merke, die ganzen ersten 3 Minuten wurden aufgenommen. Das war sehr, sehr ärgerlich. Hä, was ist denn mit? Ich treffe die nicht. Ach, jetzt. Auch gut, dass sie mich nicht erwischt haben. So, du kommst auch raus, meine Gute. Und da hinten ging noch eine Tür auf, habe ich doch auch gesehen. So, wir haben ja einmal einen Geschützturm. Die Dinger sind richtig geil. Und die Blaster auch. Das ist hier so eine geile Laserwaffe, die man sogar aufladen kann. Ich möchte es so gerade nicht ausprobieren. Das zeige ich euch dann gleich beim nächsten Gegner. Der dessen Waffe wert ist. Oder dessen Einsatz dieser Waffe wert ist. Nein, der war gepanzert. Ah, komm, komm. Kung Fu gegen Samurais. Ja, die Geschütztürme sind richtig fett. Die kann man hinstellen und die fangen an schön loszuballern, ohne dass man was machen muss. Hebe ich mir aber auch alle für die Endgegner auf. Habe ich auch in der ersten Aufnahme schon. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meine Taktik hier geändert habe. Weil ich das Spiel schon mal gespielt habe oder das Level... Ach, shit. Ja, aber das Ding ballert echt gut durch, wie ihr gerade gesehen habt. Wir nehmen uns mal kurz noch das Automatik-Schrotgewehr. Und dann schnappe ich mir wieder den Blaster. Ah, du bist gut, Typ. Komm her. Haben wir. Geh weg, Samurai. Jawohl. Alles gut geschafft bis jetzt. Aber ich habe ja auch schon ein bisschen Übung. So, das ist nämlich das Fiese hier an den Samurais. Die kommen einfach von der Decke runtergesprungen. Mit ihren Katanas. Ach, shit. Nein, oh, ja, genau. Wie viel Schaden denn noch auf einmal? Warum habe ich wieder volles Leben? Haben wir den Koffer nicht gerade schon eingesteckt? Frage ich mich wirklich gerade, warum wir wieder volles Leben haben. Aber beschweren werde ich mich nicht. So, das sind die Transformers hier. Hat er schon mal vor ein paar Folgen gesagt. Mal gucken, wann die nächsten Transformer kommen. Nachdem uns der gute Hulk überrascht hat. Und hier sind sie jetzt. Hier ist DJ Bobos Laden, falls mal jemand besuchen möchte. Hier haben krasse Hoverboards am Start. Die hätte ich auch gerne. Dinger sind zum Glück relativ dumm hier. Man kann sich meistens genau davor stellen und wird erwischt, genau. Ach shit, den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Nein. Jetzt aber, komm her. Da haben wir ihn. Und den auch erwischt. Ich kann euch schon mal so viel verraten, dass ich in der ersten Aufnahme das dritte Diebesgut nicht gefunden habe. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Wo kommt der denn her? Dann gehen wir doch nochmal runter. Aber hier bei DJ Bobo gibt es auf jeden Fall auch nichts. Weiß echt nicht, wo das sein soll. Soll uns das Ding da irgendwas verraten? Und das abschießen? Nö. Auch nicht. Okay, dann machen wir weiter. Von unten sind wir gekommen. Der nächste Checkpoint. Hier oben drauf kommt man halt auch nicht. Ah, nein, ich wollte nicht direkt runterfliegen. Nein, verdammt. So. Ach, shit. Den habe ich schon wieder vergessen. So, Eddie. Du kannst mir nichts, mein Freund.
So, wir haben Blaster. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, weil hier geht es auf jeden Fall nicht mehr rein. Hier gibt es auch nichts weiter zu entdecken. Und damit sind wir nämlich schon beim Endboss und ich weiß absolut nicht, wo das dritte Diebesgut sein soll. Na gut, dann wieder mit zwei Diebesgütern. Was soll's? In dem Level kommt es mir wirklich auf gar nichts mehr an, weil die Endgegner einfach zu krass sind. Bounty found. Pay your respects to the number one suspects. So, wir stellen hier erstmal so ein Ding auf. So, die sind nämlich echt flink unterwegs, die Guten. Ich habe auch wirklich noch keine richtige Taktik rausgefunden, wie man hier durchkommt. Das war am Ende mehr Glück als alles andere, dass ich das irgendwie geschafft habe. Vielleicht sollten wir erstmal die Waffe wechseln. Und jetzt haben sie uns gleich wieder. Ja. Ah, verdammt. Wahnsinn, die kommen von allen Seiten. Das ist Wahnsinn. Man kann nicht mal irgendwie ausweichen. Wenn du nach oben springst, kommt die von oben. Und die hat uns wieder erwischt. Verdammt. Das war nicht so geil. Ach, verdammt. Zwei auf einmal sind einfach zu viel. Zumindest was das Spiel angeht. So, bis jetzt läuft es tatsächlich ganz gut. Ich sollte das nicht mehr sagen, dass es gut läuft. Dann läuft es nämlich jedes Mal wieder schlecht. Nein. So, erstes Schild geschützt dorthin. Dann haben wir... Ach ne, den Blaster haben wir jetzt verloren, ne? Ne, den haben wir wieder abgelegt. Okay. So, nein, da hat sie uns... Wir müssen echt jeden Hit vermeiden. Er glaubt mir, es wird noch schwieriger. Und wir haben noch einen Hit kassiert. Ach, verdammt. Das ist ärgerlich. So. Nein. Nein, schon wieder. Wirklich, die sind einfach zu hardcore. Spiel's mal. Ach, fuck. Falsche Tage. Und das war's. So, Versuch Nummer 3. So, bis jetzt noch kein Hit. Das sieht schon mal gut aus. Aber jetzt siehst du, was will man machen? Die unten kommt so lang geschlittert und die obere kommt von oben runter, ne? Das ist echt... echt zu viel für mich. Man muss halt echt gucken, dass nicht die eine über dir ist, wenn die andere unten Damage macht. Das klingt irgendwie alles pervers. So. So, die erste Schwester müsste gleich weg sein. Nein! Jetzt ist sie weg. Jetzt schnappen wir uns das Automatikgewehr. Drei Leben noch. So, jetzt kommt der Spaß hier. Und weil das natürlich noch nicht reicht, kommen jetzt hier noch so eine geilen Nagelwalzen oder wie man die Dinger auch immer schimpfen mag. Und gleichzeitig natürlich noch die Olle hier. So, oh scheiße. Und noch die Pfeile. Nein, ich habe vergessen, dass die diesen Bitch-Move macht. So, wir stellen jetzt auf jeden Fall hier noch ein Geschütz hin. Wir haben aber auch schon bloß noch ein Leben. Es sieht nicht gut aus, Leute. So, auf jeden Fall die Dinger immer sofort wegballern. Anders geht's einfach nicht. So, jetzt müssen wir warten, bis sie kommt. Nein, und da hat sie uns. Ach, schade. Schade, schade, schade. Sah eigentlich echt gut aus am Anfang. Nein. Geh weg. Verschwinde. So, Schildgeschütz. Ich vergesse es sonst immer.
Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier etwas ruhig bin, aber ich muss mich hier so krass konzentrieren. Das ist einfach wirklich zu viel auf einmal. Ich weiß sonst nicht, wie ich es machen soll. Nein, das hätte nicht sein müssen. Nein, ich bin doch gleich wieder hochgesprungen. Die sind einfach so schnell. Wahnsinn, ey. Reaktion. Jawohl, die erste haben wir tot. 3 Leben noch. Ja, die habe ich getötet. Hä? Warum kommen jetzt nicht die anderen Dinger? Jetzt kommen sie. So. Schildgeschütz. Noch ein Schildgeschütz. Nein, ach Mensch, warum gucke ich denn nicht nach rechts? Und hier unten noch ein Schildgeschütz. Das ist echt alles, was wir machen können. So, komm runter. Und jetzt gibt es hier richtig eine auf den Sack. Obwohl, sie hat keinen Sack. So, die Dinger wegballern. Los, los, los. Hey, ich hab doch geschossen. Was ist los? Oh Mann, es lief so gut bis gerade. Und jetzt haben wir schon wieder nur noch ein Leben. Ah, die Olle passiert auf jeden Fall ordentlich. Ja, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Die Schildgeschütze sind echt Gold wert. Die müsst ihr euch aufheben, wenn ihr das Spiel spielt. 3 Tode. Beim letzten Mal waren es 9, glaube ich. Und 13 Minuten. Und beim letzten Mal waren es knapp 25. Wie gesagt, nehmt's mir bitte nicht übel, dass ich das Level jetzt schon kannte. Ich habe mich selber auch nicht gefreut, das Ganze nochmal spielen zu müssen, aber diesmal lief es doch etwas besser. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Morgen 19 Uhr, wie immer, die nächste Folge. Dann viel Spaß und macht's gut.